Wir sind Markus und Julia und gerade segeln wir von der Karibik zurück über den Atlantik nach Europa. Doch unsere Überfahrt hat nicht gerade optimal angefangen. Planänderung. Wir steuern gerade eine Bucht auf der französischen Seite von St. Martin an. Wir sind jetzt seit 4 Stunden unterwegs und unser Autopilot hatte jetzt 2 kurze Aussetzer. Zum Glück konnten wir das Problem schnell beheben. Doch das sollte lange nicht die einzige Herausforderung bleiben, die uns auf dieser Überfahrt erwartet wird. I'm aiming for a harbor in the hills of Appalachia. No, sir, you wouldn't know the name. It's prettier than heaven and where I'm at the world, but it ain't got no other claims to fame. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben heute schon Tag 7 unserer Atlantiküberquerung. Die letzten Tage, eigentlich ab Tag 2, war ich ziemlich erkältet und habe mich sehr in die Koje verkrochen oder geschlafen. Und der Markus hat hier die Wachen abgehalten und alles geschupft alleine. Mir ging es wirklich nicht gut und ja, ich glaube, hätten wir gewusst, dass das so langwierig wird, hätten wir auch noch umgedreht, aber naja. Relativ spektakulär waren die letzten Tage eh nicht. Wir hatten wenig Wind bis gar keinen Wind. Also ein paar Leichtwindpassagen dabei und sonst viel unter Maschine. Wir dachten ja, dass 400 Liter Diesel viel Diesel ist, aber auf der Überfahrt ist es gar nicht mal so viel. Wir sind gerade auf einem direkten Kurs Richtung Norden und hoffen, dass wir ab dem 30. Breitengrad ein bisschen stabilere Winde abbekommen. Da werden wir voraussichtlich morgen sein. Heute haben wir eigentlich mit 0 Wind gerechnet, aber gerade haben wir ein bisschen Überraschungswind bekommen und segeln jetzt bei so 7-8 Knoten Wind einen 30 Grad Kurs. Wir nutzen jede Gelegenheit, um die Maschine ausschalten zu können und ja, freuen uns gerade drüber. Jetzt werde ich uns mal Frühstück und Kaffee machen und dann schauen wir mal, wie lange der Überraschungswind bei uns bleibt. Nach so vielen langen Passagen, die wir bereits in unserem Kielwasser haben, ist vieles an Bord mittlerweile Routine. Das gibt uns eine gewisse Sicherheit und Ruhe. Und dennoch wissen wir genau, dass man lieber nie den Respekt vor diesen Distanzen verliert. Man ist hier draußen schließlich komplett auf sich alleine gestellt. Und so etwas Banales wie eine Erkältung kann einen auf so einer Reise ganz schön aus dem Gleichgewicht bringen. Umso mehr genießen wir Tage wie diese, an denen alles in Ordnung ist, die Sonne scheint und die Bedingungen angenehm ruhig sind. Mit gerade genug Wind in den Segeln, um vernünftig voranzukommen. Und wenn dann noch als Draufgabe ein paar Delfine vorbeischauen, was will man eigentlich? Wow, riesig!
so ein großer Ozean und dann kommt man sich so nahe. Die letzten Tage sind wir hochmotort direkt in den Norden, um so zum 30. Breitengrad zu kommen. Da sind wir jetzt angekommen und heute in der Nacht hat der Wind endlich eingesetzt und jetzt haben wir eigentlich ziemlich coolen Oxley-Wind. Deswegen werden wir jetzt mal alle Leinen vorbereiten und Segel setzen. First day of spring, and I just wanna sing. Wir segeln den Oxley mit 4 Leinen, 2 Niederholern und 2 Achterholer. Für die Niederholer schlagen wir jeweils 2 Rundkauschen an, um die Leinen sauber nach hinten zu führen. Fish in the sea, flowers and trees, die Niederholer werden dann über einen Doppelrollblock am Bug geführt, den wir mit einem doppelt gesicherten Softschäkel am Bugspät anbringen. To the kids playing hoops, going loop de loop, the rainbow colored bouncy balls and their ice cream scoops. Dann fädeln wir die Leinen durch und bringen sie nach hinten auf unsere Gymnastik. Wir verbinden die Achterholer mit den Niederholern durch 2 Pfeilsticks und führen sie außen an der Bordwand entlang nach hinten durch Umlenkrollen auf die Großschultern. Und wir sichern alle Leinen mit einem doppelten Achterknoten vor dem Ausrauschen. So. Der muss ausrauschen können. Die ziehe ich an. Die kann fest bleiben. Und die muss fest sein. Okay. Die rauscht aus, die ziehe ich an, die anderen sind fixiert. Gut, bin bereit! To the couples in love and the seagulls above. And any other living thing or creature I can think of, I wanna sing. Ooh, I wanna sing. Just wanna sing. Huh? Oh. Ja, da müssen wir noch mal runter. Nein, er ist einmal rum. Warte, ich komm vor. Okay. Think. Ich weiß nicht, das muss beim Bergen passiert sein vielleicht. Okay, ich hoffe, das war's. Man sieht auch, dass der ein bisschen aufgeht, wenn ich immer schauen, oder? Ja. Okay.
kann ich dir mal nach unten. Okay. Love of mine, is this your design? Can we not just take our time? Turn the lights on, but leave a light. Yeah. A second chance to take it slow. Oh, either way I want to go. Either way I want to go. Oh, either way I want to go. Either way I want to go. Oh, either way I want to go. Wir segeln. Es ist noch etwas wenig Wind, aber wenn man den Wetterberichten hier noch irgendwas glauben darf, dann soll das tendenziell mehr werden und dann auch eher von Halbwind kommen. Jetzt haben wir noch ein paar Meilen Richtung Nord gut zu machen, bevor wir dann Richtung Azoren, Richtung Osten abbiegen. Ja, aber es ist echt schön, dass der Motor aus ist und dass wir wieder ruhig übers Wasser gleiten. Either way I want to go. 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 Jetzt haben wir 8 Tage den Nordatlantik kennengelernt und bis jetzt, muss man sagen, hat er sich eigentlich von einer sehr ruhigen Seite gezeigt. Teilweise so ruhig, dass wir gar nicht segeln haben können, was auch ein bisschen anstrengend sein kann. Ich weiß gar nicht, was besser ist, viel Wind oder kein Wind. Es hat immer so 3-4 Knoten, haben immer gefällt, dass wir direkt auf die Azoren segeln hätten können. Das wäre die favorisierte Route gewesen, das was auch die meisten machen. Ist sie leider nicht ausgegangen, darum haben wir vor 3 Tagen oder 4 Tagen gesagt, wir fahren jetzt weiter in den Norden, mindestens einmal bis zum 30. Breitengrad und dann schauen wir uns die Situation neu an. Da sind wir jetzt. Wir werden jetzt dann Richtung Osten abdrehen und hoffen halt, dass wir in den nächsten zumindest 10 Tage es schaffen auf die Azoren. 10 Tage? Bist du wahnsinnig? Ja, zumindest. Wir dachten ursprünglich 15, 16 Tage. Ja, aber es sind halt einfach schon sehr viele Flautenphasen immer wieder dabei. Der Wind ist sehr schwach. Und ja. Wir haben schon viel Diesel verbraucht. Viel Diesel, ja. Aber es ist ja auch nicht so schlecht draußen. Du hast die der Erkältung auskurieren können an der Meeresluft. Das stimmt. Also so schlimm ist das auch nicht. Ich weiß nicht, was besser wäre. Zu viel oder zu wenig Wind. Wenig Wind ist anstrengend, ganz ehrlich, also wir warten jetzt seit 3-4 Tagen schon, dass der Wind kommt und können uns nicht so richtig auf die Wetterberichte verlassen. Wir haben schon immer wieder so lokale Winde, die wir segeln können, aber wir kommen halt sehr langsam voran. Und das ist schon ein bisschen eine Geduldsaufgabe, aber wir wissen ja, uns die Zeit zu vertreiben. Wir haben viel Lesestoff mit und reden viel und planen und ja, so wissen wir schon, wie wir die Zeit rumkriegen. In love is what has brought us here. With the courage to come near. Chase away our pride and our fear. With the light to carry it. With the light to carry on. Ich kümmere mich schon mal ums Abendessen. Es gibt Chorizo-Feigenpasta. Das ist eins unserer Lieblingsgerichte unterwegs und ja, bevor wir essen, denke ich aber, werden wir nochmal das Segel bergen, weil wir erwarten die Nacht wieder einige Squalls und außerdem soll ja auch der Wind stark auffrischen und dann auch drehen und da sind wir dann wahrscheinlich mit Groß und Genua besser dran, deswegen holen wir den noch runter,
solange er noch trocken ist. Und ja, schauen wir mal, vielleicht können wir gleich mit Groß und Genua weiter segeln oder wir müssen halt nochmal die Maschine anmachen. Fade away, darling.